Hallo, liebe Cycling-Gruppe. Jetzt ist Corona-Pause. Total doof, aber ich glaube einfach, es ist nötig, dass wir in Deutschland einfach mal runterfahren, Pause machen. Ich wollte mich auf diesem Wege einfach noch mal eben bei euch melden. Ich bin ja nicht außer Welt. Ich lebe immer noch in Oldenburg. Ich habe den direkten Draht über Sabine zu Sankruh. Ich wollte euch so ein bisschen heute was an die Hand geben zum Thema Ausdauersport, wo wir beim Cycling ja auch an der Ecke sind. Ich wollte euch gerne den Muster eines Intervalltrainings vorstellen. Intervalltraining deshalb, weil der einfach gut ist, um fit zu bleiben, gut ist, um Abwehrstoffe aufzubauen. Draußen bei Sonne, heute am Samstag, den 21.03., scheint draußen die Sonne. Wer rausgeht, was ja erlaubt ist, alleine. Vitamin D-Bildung ist ein Riesenthema. Macht es einfach alleine. Von daher würde ich euch ermuntern, draußen Einzelsport zu machen. Was genau, zeige ich euch gleich im Laufe dieser nächsten paar Minuten. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere es einfach mal ausprobiert. Hallo Sportler, Sport ein Zeichen von Corona. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, wir sind immer alleine unterwegs. Wir sind immer alleine. Alleine heißt in dem Falle alleine, beziehungsweise mit demjenigen, mit der einen Person, mit der wir in häuslicher Gemeinschaft leben. Es ist erlaubt, Einzelsport im Freien zu betreiben, um fit zu bleiben. Ganz, ganz wichtig, wenn wir Einzelsport betreiben und in öffentlichen Gegenden unterwegs sind, bitte Straßenverkehrsordnung beachten. Nicht, dass jemand sagt, ich bin gerade in meinem Belastungsteil meiner Ausdauereinheit, ich brauche keine roten Ampeln beachten. Das könnt ihr vergessen. Bitte beachten. Was kann man alles tun im Bereich Ausdauer? Wir können gehen. Gehen mit kleiner Intensität, mit höherer Intensität. Wir können natürlich joggen. Kein Problem, aber immer wie gesagt, alleine und unter Achtung der Straßenverkehrsordnung. Was ist noch erlaubt? Natürlich Nordic Walking. Was geht noch? Kennt ihr noch Rollschuhlaufen? Heute nennt man das Skaten. Auch das geht hervorragend. Als Ausdauereinheit. Und natürlich Fahrradfahren. Wir sind beim Indoor Cycling normal unterwegs, aber wir sind jetzt noch dabei, ganz normal Fahrrad zu fahren, alleine in unserer wunderschönen Gegend, wo andere Leute Urlaub machen. Wie sollte eine Ausdauereinheit im Intervalltraining aussehen? Wir beginnen mit 10 Minuten bis maximal 70% der maximalen Herzfrequenz. Ob wir jetzt gehen, joggen, Nordic Walking machen, skaten oder Fahrrad fahren. Die ersten 10 Minuten sind erstmal die Erwärmung. Ihr kennt es aus dem Indoor Cycling. Die ersten 10 Minuten, 70% der gefühlten maximalen Belastung, der maximalen Herzfrequenz, als Hilfsmittel maximale Herzfrequenz. 220 minus euer Lebensalter als ganz grobe Faustformel. Daran könnt ihr euch orientieren. Wenn ihr kein Herzfrequenzmesser habt, hört einfach auf eure innere Uhr. Bitte, wir trainieren hier nicht für Olympia. Wir bleiben einfach im Breitensport, im Gesundheitssport und achten darauf, dass wir fit bleiben. Also, die ersten 10 Minuten maximal 70% eurer maximalen Herzfrequenz laut eurer inneren Uhr oder eures Herzfrequenzmessers. Dann folgen 3 bis 4 Minuten bis 80% der maximalen Belastung. Und es folgen 8 bis 10 Minuten bis 90% eurer maximalen Herzfrequenz oder eures inneren Belastungsmessers. Danach fahren wir wieder ein bisschen runter. Bleiben im Bereich 70 bis 80% der maximalen Herzfrequenz oder der maximalen Belastung, alles gefühlte Temperatur, bitte keinen Stress damit.
Die nächste Belastungsphase. 10 bis 12 Minuten eurer maximalen Herzfrequenz. Und das könnt ihr alles mit einer ganz normalen Stoppuhr oder sogar Armbanduhr abzählen. Es folgt wieder die Regenerationsphase. 3 Minuten mit 70 bis 80% der maximalen Herzfrequenz. Um dann in die letzte Belastung zu gehen, 10 bis 12 Minuten der maximalen Herzfrequenz nochmal in eine Belastung zu nehmen, um dann ins Cooldown zu kommen, 8 Minuten wieder bis maximal 70% der maximalen Herzfrequenz. Das war das Cooldown. Was machen wir dann immer noch beim Indoor Cycling? Dehnen! Auch wenn es mir persönlich auch nicht immer ganz so viel Spaß macht. Aber es gehört dazu, dass ihr eben die Wadenmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur oder auch die Rückenmuskulatur denkt. Schön dehnt, denkt bitte dran. Wir wollen, dass es euch gut geht. Wenn ihr euch an diesen Trainingsplan haltet, kommt ihr jetzt gut durch die ersten Wochen der Corona-Krise. Ihr seid alleine unterwegs, Einzelsport im Freien, achtet auf die Straßenverkehrsordnung. Ihr geht, ihr joggt, ihr macht Nordic Walking, ihr skatet, ihr fahrt Fahrrad. Und wenn ihr euch dann an diese Belastungsparameter haltet, wird eure Fitness nicht verloren gehen, sondern ihr werdet gut durch die Zeit kommen. Und ihr könnt euch freuen, wenn wir dann wieder in einer Gruppe trainieren können. Das wird kommen. Das wird noch nicht morgen sein, aber möglicherweise übermorgen. Ich glaube, es wird etwas dauern, aber wir können uns freuen, dass wir uns irgendwann in der Gruppe wiedersehen. Und Leute, es gibt Telefon, es gibt E-Mail, es gibt WhatsApp. Meldet doch euch einfach bei uns. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach mal was von euch hören lasst. Bleibt gesund, alles Gute, bis dann, euer Stefan.